Doch in Dresden gab es heute Vormittag erneut eine schreckliche Bluttat. In der Verhandlung soll der 28 Jahre alte Angeklagte plötzlich ein Messer gezogen haben, dann habe er eine Zeugin attackiert. Und als sie ihn daraufhin zu Recht anzeigte, ging er später im Gerichtssaal auf sie los und erstach sie vor den Augen ihrer Familie. Jahre alte aus Ägypten stammende Mutter starb noch im Gerichtssaal, offenbar vor den Augen ihres Kindes. Thank you.